Grüßt euch, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Abenteuer. Ja, ich habe heute einen Trading-Auftrag vor mir und ich dachte, ich nehme euch dort einfach mal mit. Wir starten von Port Olisar, das liegt im Crusader-Planetensystem, und ich habe mir gedacht, wir machen das Ganze mal wieder mit der Hull, mit der Hull A. Das ist ja das einzige Schiff, was bis jetzt von der Hull-Serie im Spiel ist. Das Ganze geht hoch bis E, die E ist dann wirklich riesengroß, aber die gibt es noch nicht. Und der andere Grund, warum ich heute mal eine Liefermission machen möchte, ist, ich habe ein neues Joystick-Throttle-Setup, also ein HOTAS-System. Und das möchte ich gerne mal testen. Ich bin ein, zwei, dreimal schon im Arena Commander gewesen, habe das alles eingestellt. Aber wer von euch das kennt mit einem neuen Joystick und Throttle-System, der weiß, man fängt praktisch zu 60% neu an zu fliegen. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich nehme euch einfach mal mit. Das heißt aber, dass ich ab und zu eventuell mal in meine Keybindings gucken muss, weil ich nicht weiß, wo ich irgendwas belegt habe. Aber ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Deswegen legen wir einfach mal los. Ja, wir befinden uns auf Port Olisar, das hatte ich ja schon gesagt. Von hier aus fliegen wir gleich zu Bountiful Harvest oder Harvest Hydrophonics. Super Name, ich nenne es einfach mal BHH. Und dort holen wir Distillate Spirits ab. Das Ganze bringen wir dann nach Hurston bzw. nach Magda zum HDMS Pearlman. Dort nehmen wir dann Fluorin mit und das bringen wir dann wieder zurück nach PO. Ja, das ist der Plan. Und das Ganze, wie gesagt, mit der Hull A. So, ich habe gestern Abend, bevor ich hier zu Bett gegangen bin, noch ein bisschen das Schiff vorbereitet. Habe mir so ein bisschen was zu essen reingelegt. So, und jetzt wollen wir erstmal gucken, was wir hier auf PO haben. Hier haben wir Scrap und Waste. Das werden wir aber bei der Beautiful Harvest bei BHH nicht los. Deswegen fliegen wir dort erstmal hin. Genau, und mal gucken, wie die Hull A sich mittlerweile so macht. Und die haben wir ja lange nicht geflogen. Mal gucken, ob es ein paar Bugs gibt oder auch nicht. Ne? Das Ganze ist ja auch nebenbei immer mal ein Test. So. Also, hier müssen wir ganz runter scrollen zum Musashi Industrial and Starflight Concern. Dort haben wir sie. Zack. Und rufen wir uns erstmal aufs Pad. Ja, ich habe mir ein Wirpel-Hotas-System gegönnt. Und ich muss sagen, das ist also mega hochwertig verarbeitet. Knöpfe noch und nöcher. Also Wahnsinn, was ihr da an Einstellmöglichkeiten habt. Dann habt ihr, also es ist wirklich der Hammer. Ich werde auch, wenn ich damit relativ safe bin, wo ich wie was belegt habe, werde ich auch da noch ein Tutorial machen, ne, wie ich das belegt habe und all sowas. Ne, das werde ich auf jeden Fall tun. Aber erstmal muss ich da natürlich safe sein, dass das alles auch so funktioniert. Ne, ob das alles auch intuitiv belegt ist. Ne, das Ganze ist natürlich, gibt es natürlich die unterschiedlichsten Szenarien. Einmal natürlich ein ruhiger Flug, wie das Trading jetzt zum Beispiel. Das ist natürlich das Entspannteste. Noch entspannter ist natürlich einfach nur rumcruisen. Ne? Dann geht das Ganze natürlich über Mining, was anders noch belegt sein sollte, und bis hin zu Kämpfen. Ne? Kämpfen ist natürlich dann sehr viel Stress und da muss alles schnell erreichbar sein. Ne? Und er hier ist natürlich Superman, er braucht keinen Helm, ne? Das ist alles völlig okay. Hallo, hier Vakuum übrigens, ne? Ah ja, gut. Ja, das ist auch so ein Fehler, der immer wieder auftaucht. Ne? Oh, was haben wir denn da oben? Eieiei, das ist eine Hammerhead? Oh ja, hier, das glaube ich, das ist die UEI, die hier gerade am Start ist. Oh, sind zwei Starfarer. Und was ist das da hinten? Kann ich irgendwie gar nicht erkennen. Sieht aus wie eine Crucible. Nee, keine Ahnung. Ja, genau. Und hier ist unsere Misk Hull A. Ein wunderschönes Schiff, finde ich. Also super geil gestaltet. Na, da drinne sehen wir schon die Pots, die letztendlich, oder diese Haftpads, die letztendlich die Ladung tragen. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze jetzt so funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Das machen wir hier unten. Zack, auf den Knöppel. Ich habe mir übrigens ein frisches Heißgetränk gebrüht. Na, hier. Denn es ist sehr früh und wir wollen hier mal entspannt loslegen. So. Hier hinten gehen wir erstmal ganz kurz in den Aufenthaltsbereich.
Dort habe ich mir hier in den Storage einen Rucksack gepackt, den nehmen wir mit. Hier unten habe ich mir zwei Burritos reingelegt oder zwei Wraps. Dort werden wir jetzt noch das Wasser reinstellen, was ich hier noch drinne habe. Dazu nehmen wir das Ganze mal in die Hand. Zack. Ja, leider gibt es da noch keinen direkten Austausch. Dann müssen wir hier den Kühlschrank aufmachen und dann können wir das Ganze hier nicht anwählen. Dann müsst ihr aufstehen. Ja, das ist leider so. Dann geht es mit Place. Könnt ihr das Ganze dann hier unten reinstellen. Zack. So, und dann natürlich den Kühlschrank wieder zumachen, damit es auch schön kalt bleibt. So. Genau, hier nochmal kurz reingucken, ob mein Rucksack auch wirklich da ist, denn wir werden natürlich auch an den Außenposten, wenn es denn möglich ist, looten. Shogo hat mich zu einer Party eingeladen. Shogo, das geht gerade nicht. Sorry. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt hier rein können. Manchmal kommt man da nicht rein, dann macht er genau das. Das ist leider ein bisschen blöd. Da muss man dann einfach später nochmal versuchen. Irgendwann geht's dann. Ne? Da ist auf jeden Fall mein Rucksack drin. Ich hoffe, ich komme ran. Gut, dass ich meinen Helm nicht reingelegt habe. Und hier habe ich mir noch eine Waffe reingepackt. Ne? Das ist alles noch da. Sehr, sehr schön. Das funktioniert soweit. Und das wird natürlich mit der 3.18, wenn alles so klappt, wie Cloud Imperium Games sich das vorstellt, perfekt und safe laufen. Ne? Das alles, was wir ins Schiff packen, ist da und ist auch wirklich safe. Und das ist mega cool. Ist aber eigentlich auch jetzt schon fast so. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo habe ich den Flight Ready? Ich glaube hier, auf diesem Knopf. Jawohl. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Was ich mir alles einstellen muss. Ne? Diese ganzen Invert-Einstellungen und so weiter und so fort. Das ist alles nicht so einfach. So, Hochstraven habe ich hier. Oh, dieser Sound von diesem Schiff ist auch so cool, ne? So, ich wollte mal gucken, was das jetzt da hinten für ein Schiff war. Das interessiert mich dann doch nochmal. Das ist Ololov. So, der da hinten. Was war denn das für einer? So, wo habe ich Scanning? Ich glaube hier. Jawohl. So, aber hier habe ich... Statt hier? Ja, wo habe ich denn jetzt Scanning drauf? Da siehst du, da geht es nämlich schon los. Habe ich das auch da? Nee, da habe ich das nicht. Wo habe ich das? Scanning. Oh, muss ich kurz reingehen, Freunde. Ne, aber das meine ich. Ne, das ist halt so. Ne, darum nehme ich euch mit. Ne, einfach mal, um hier den Jungfernflug zu testen. So, so, warte mal. Also, das ist bei Zack, Zack, Hotas da. Und dann ist das wahrscheinlich bei Radar oder bei Scanning wahrscheinlich. Ne, hier, Active Scanning. Button 6. Ja, was ist Button 6? Gute Frage. Aber ich glaube, ich will das. Ich will das hier haben. Hier so. Da. Da ist der Scanning-Mode-Toggle. Okay, wartet. Was ist da? Ah ja, da ist super. Da, so machen wir das. Active Scanning. Mal gucken, ob das jetzt geht. Nee, das war er nicht. Das war er nicht. Ach doch, doch, er scannt. Navy. Aha. Ah, eine Hammerhead ist das da hinten. Ah, ne, jetzt hat er aber den gescannt. Ich will den noch gar nicht. Ich will noch den da. Oder ist das gar kein... Ach, das ist nur eine Waffe. Das ist irgendwas Übergebleibseliges von einem Kampf wahrscheinlich. Na gut, okay. Und das da hinten ist auch eine Hammerhead. Alles klar. So. Ah ja, jetzt macht er das so. Er scannt das gleich. Warte mal, ich muss noch mal ganz kurz hier testen. So, ich mache jetzt den Scan-Mode ein. Da muss ich das nur einmal kurz drücken und dann scannt er das schon, ne? Oder? Ach, keine Ahnung. So, ich fliege jetzt erstmal weiter. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal nach Daemar. Zack, zack, zack. Dafür gehen wir einmal in die Star Map, wählen uns hier unseren Anflugspunkt aus. Wo ist er? Hier, Bountiful Harvest, Hydrophonics. Da müssen wir hin. Zack. Wunderbar. Dann mache ich den Quantum Drive an. Natürlich alles hier auf Joystick Rotas gelegt, beziehungsweise Joystick Throttle. Und los geht's. Sehr, sehr geil. Ja, ich hatte ja vorher den X56. Der steht jetzt hier erstmal bei mir. Momentan sind die Preise so sehr im Keller, dass es gar nicht lohnt, den zu verkaufen. Da muss ich ein bisschen warten, bis der wieder ein bisschen begehrenswerter wird. Und ich hatte mir ja diese Monster-Tech
Teile geholt für den Schreibtisch, ne, damit die so ein bisschen tiefer sind und dachte mir, Mensch, cool, kann ich ja gleich hier den Wirpel daran schrauben und so, ja, Pustekuchen. Ne, da hat Monstertech sich gedacht, nee, Freunde, wir machen hier nicht Platten, die auf alle Joysticks passen, so ja nicht, ne, sondern wir machen für jeden Joystick eine extra Platte. Ja, leider. Ne. Hätte man natürlich machen können, dass man sagt, komm, wir machen die Bohrung so, dass die wirklich für viele Joysticks passen, aber leider musste ich da auch nochmal nachbestellen und die sind momentan noch nicht da, deswegen steht der Stick und der Throttle, der Schubregler, noch auf meinem Tisch und sind halt sehr hoch, deswegen ist das alles noch nicht so wirklich ergonomisch toll, aber das wird. Ne, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, ne, wer da so ein bisschen wegen der Joystick und der Hut, das ein bisschen zu hoch auf dem Tisch steht, der da diese Monster-Tech-Schalterungen, die sind ziemlich cool. Dann hat man das wirklich mit einem rechten Winkel, mit dem Arm und so ganz entspannt. Die Schultern sind unten und so. Ist schon ganz cool. Genau, dann, was ich auch neu gemacht habe, ist, ihr seht, wenn ich jetzt mit dem Schubregler ganz nach vorne gehe, dann gibt der Vollgas. Ne? Also ich habe jetzt die komplette Achse hier auf dem Schubregler. Das heißt, also ich habe keinen Speedlimiter mehr aktiv. Denn der Speedlimiter, den kann ich nicht so gut belegen, wie ich das wollen würde. Ich würde ihn gerne auf das Daumenrädchen legen. Ne? Wer den Wirpel Throttle kennt, der weiß, wovon ich rede. Leider kriege ich das nicht hin, weil das halt ein Decoder ist. Und den nimmt er nicht an. Ne, der braucht halt was mit Ende und Anfang und irgendwie kann man das wohl einstellen. Ich kriege das aber nicht hin. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich mache das jetzt. Ich habe hier den Schubregler hier, den hier. Ne, da ist er, ne, der hier so rumzuppelt. Den habe ich jetzt ausgestellt und ich muss jetzt einfach über den Throttle-Weg jetzt meine Geschwindigkeit selber einstellen, ohne dass er aufhört. Ich habe allerdings den Speedlimiter aktiviert. Wenn ich hier drücke auf eine Taste, dann ist der aktiviert auf Standard Maneuvering Speed. Das brauche ich einfach, wenn ich lande, da brauche ich so ein bisschen Regelung, ne, dass er halt nicht den ganzen Weg geht, dann ist er halt ein bisschen feiner eingestellt. Aber ansonsten mache ich ihn aus und er ballert dann halt den kompletten Weg. Aber wie gesagt, wenn ich damit zufrieden bin, wenn alles soweit eingestellt ist, mache ich da auch nochmal ein Tutorial zu. Falls ihr dieses Setup auch habt oder euch holen wollt, dann könnt ihr euch das angucken. Aber ich kann euch sagen, es ist nicht billig. Also ein Tausi müsst ihr da schon für hinlegen, für beides. Aber ich kann euch auch sagen, danach kommt nichts mehr. Also das ist wirklich High-End, das ist mega cool. Und wenn ihr wirklich Joystick oder Hotas-Liebhaber seid, natürlich könnt ihr auch zwei Joysticks holen, kein Thema. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen günstiger. Ich glaube, dann liegt der so bei 800. Das ist auch teuer, ne? Aber es ist wirklich Hammer. Also wirklich, das kann man nicht anders sagen. Ne? Von der Qualität, vom Gefühl her, wie man so anfasst und vom Schub regeln und so, ist das schon alles sehr, sehr cool. So. Jetzt zum Beispiel würde ich schon mal den Speedlimiter aktivieren. Zack. So, und weiß jetzt, dass ich gehe jetzt in Landeanflug. Jetzt brauche ich ein bisschen mehr Kontrolle. Und wir fliegen das Schiffchen mal runter und machen schon mal, würde ich sagen, unseren Laderaum auf. Denn da wollen wir ja gleich was reinpacken. Ne? Oh, Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich auf die HAL-C freue. Doch, könnt ihr bestimmt. So, hier müssen wir uns jetzt einen Landeplatz suchen. Ich muss wirklich aufpassen, ne? Das ist, wo war jetzt nochmal Landefahrwerk? Ah ja, hier glaube ich. Ja, das ist alles nicht so einfach. Ne? Das ist wirklich, wirklich, wirklich komplett eine Umstellung hier. Aber so ist das halt. So, müssen wir mal eine kleine Ehrenrunde drehen hier. Mal hier so nebenstellen, würde ich sagen. Ne, denn auch das Straven ist jetzt auf einer anderen Taste. Vorher hatte ich das auf den Daumen und jetzt habe ich das auf dem Zeigefinger und das ist wirklich, Leute, eine Umstellung, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ja, das ist wie damals beim Autofahren lernen. Ne? Jedes Mal so überlegen, welchen Gang muss ich jetzt einlegen? Ne, nochmal, was war das nochmal? Ne? Irgendwann geht das in Fleisch und Blut über. Aber im Moment ist das alles noch so ein bisschen schwierig. So. Triebwerke machen wir aus. Die Energie lassen wir an. Und dann steigen wir mal aus hier. Dann nehmen wir auf jeden Fall, denke ich mal, unseren Rucksack mit, wenn er uns lässt.
Genau, hier müssen wir natürlich auch alles bedienen, ne? Dadurch, dass das ein neueres Schiff ist, ist hier alles noch so ein bisschen mit Selbstgedrücke, was aber ziemlich geil ist, finde ich zumindest. Ja, leider geht es immer noch nicht. Das ist echt nervig. Dass das manchmal geht es, manchmal nicht. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ne, dann macht man irgendwas, wie zum Beispiel hier die Tür auf, zum Beispiel, ja, und dann geht das meistens irgendwas auf. Nee, auch nicht. Ja gut, egal. So, hier ist auf jeden Fall Waffen erlaubt, deswegen müssen wir auf jeden Fall hier unsere Knifte mitnehmen. Man weiß ja nie. Na, so, zack, zack, zack. Mehr hier. So. Gucken wir das nochmal hier. Ja gut, es wird nicht wild sein, ne? Wir brauchen den Rucksack nicht unbedingt. Aber wir müssen ja auch das Ganze dann immer mal testen. Ist schade, dass das halt so randommäßig funktioniert. Das ist auch bei der Cutlass übrigens so. Ne, das ist nicht wirklich safe, dass man da rankommt. Ne, gerade auch ärgerlich, wenn man da wirklich was drin hat, was man braucht. Ne? Naja, das will man machen. So. Ja, das wird natürlich alles noch besser. Ne? Den Rucksack zum Beispiel, den würden wir normalerweise gar nicht in dieses Storage legen. Dafür haben wir ja unseren Umkleideschrank, wo wir dann später wahrscheinlich ganze Suits reinpacken können. Ne? Mit einem Knopfdruck werden wir uns da wahrscheinlich in die Privatklamotte schälen und wieder zurück, ne? Vermute ich mal. Aber gut, bis dahin müssen wir halt so klarkommen. So, nun sind wir hier. Das ist auch nur ein Raum. Beziehungsweise ein Gebäude. Und dort holen wir jetzt die Distilled Spirits ab. So, übrigens gibt es ja auch, wisst ihr ja Bescheid, hier im Contract Manager, beziehungsweise im Mobiglas, im Journal, gibt es ja hier den, wo ist er? Hier, Commodity Price Alert. Und hier könnt ihr natürlich auch ein bisschen gehen. Habe ich ewig nicht ausprobiert, ob das überhaupt noch aktuell ist. Was mir aufgefallen ist, dass hier unheimlich viel Plasma Fuel auftaucht. Allerdings könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, gibt es das schon? Also ich habe das noch nirgendwo gelesen. Also entweder ist das was für die Zukunft oder, keine Ahnung, aber Plasma Fuel habe ich wirklich noch nirgendwo gelesen, dass es das irgendwo gibt. Ne? Keine Ahnung. So, hier hat eine Hose verloren. Wie das hier aussieht. Mann, 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 Mann. So, komm, dann gehen wir erstmal hier ganz kurz gucken, ob wir ein bisschen was finden an Loot. Na, vielleicht finden wir ja einen Pico-Ball. Hust. So, aber wie es aussieht, haben wir kein Glück. Steht zwar viel rum, aber Loot sehe ich jetzt an der Stelle nicht. Wir müssen auch erstmal gucken, ob wir überhaupt Zeug kriegen. Ne? Wenn hier vorher schon einer Distilled Spirits abgeholt hat, kann sein, dass wir dann leer ausgehen. Hier finden wir das Ganze. Zack. Wir wählen hier unser Schiff aus. Und dann hier Distilled Spirits. Müsste auch legal sein, obwohl da ein Totenkopf dran ist. Aber das heißt, glaube ich, nichts anderes, als dass es giftig ist. Und obwohl das ist, glaube ich, nicht legal. Naja, wir nehmen es erstmal mit. So, zack. So, wunderbar. So, somit sind wir auch voll. Sehr, sehr schön. Dann gucken wir natürlich nochmal kurz in die anderen Räume rein hier. Aber auch hier haben wir anscheinend kein Glück. Aber hier liegt er jetzt. Ein Pico-Boy-Depot. Ne, ich glaube, hier ist nie was drin. Na, hier wird das Ganze dann hergestellt. Hier kann man sich eine Erdbeere pflücken. Irgendwann mal, vielleicht. Oh ja, schönes Schiffsmodell da oben. Ah, nicht schlecht. Ja, bin echt mal gespannt. Hier werden natürlich irgendwann Leute arbeiten, NPCs und so. Ne? Das wird natürlich alles noch kommen. Aber alles, wenn es soweit ist. Gut, dann gehen wir hier leer aus, was Loot angeht, aber nicht schlimm. Und dann machen wir uns mal auf nach HDMS Pearlman.
So, da hängt sie, unsere Ware. Sehr, sehr geil. Ja, kann man machen. So, dann wollen wir mal. So, bald müssen wir auch mal ein bisschen was essen. Hier werden wir dann später halt unseren Anzug reinpacken können. Ja, das geht halt jetzt leider noch nicht. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Das wollte ich. Ich meine das. So, dann können wir eigentlich unser Multitool hier auch reinpacken. Oh ja, Tatsache. Cool. Mensch, pack das da rein. Ganz geil, ne? Wie das da steckt, so. Schon cool. Sehr, sehr geil. Gut. Zack, zack. Und los geht's. Dann machen wir das Ganze wieder an hier. Oder so. Und los geht's. Ah, schon nice. Ah, schon echt cool, finde ich. So, jetzt machen wir den Speedlimiter natürlich wieder aus. So, dass er hier Vollgas gibt. Dann suchen wir uns erstmal einen Sprungpunkt. Und ich glaube, wir können auch direkt planen. Das müsste gehen. Und fliegen erstmal rüber nach Hörsen. So, kann auch schon direkt fliegen. Sehr, sehr schön. Und so eine Hall A, die ist halt perfekt für solche Kurzstrecken. Ne, das ist halt wirklich ja, ideal dafür. Wenn wir letztendlich größere Schiffe hätten, wenn wir jetzt eine Hall E zum Beispiel hätten, die wirklich ja, unheimliches Fassungsvermögen hat, dann hätten wir halt oft auch das Problem, gerade innerhalb eines Sonnensystems, dass wir einfach nie genug Ware bekommen. Ne, das ist ja... Dieses ganze Marktsystem, das gibt es ja schon, das wird ja schon getestet. Und diese Riesenschiffe, die sind eigentlich später dann wirklich für Weitreisen in verschiedene Sonnensysteme gedacht. Ja, dann machen die auch wirklich Sinn. Ja, so ist das. Ne? Also so kann ich mir nicht vorstellen, dass man wirklich Riesenfrachter dann innerhalb eines Sonnensystems da hin und her gurkt. Das macht auch eigentlich nicht so viel Sinn. Die sind halt wirklich für weite Reisen gedacht. Aber so eine Hall A, eine Hall B, eine Hall C wird auch noch gehen. Aber eine D und eine E, die sind dann, glaube ich, wirklich für weitere Strecken. Die können übrigens dann auch nicht mehr wirklich landen, ne, auf Monden und Planeten. Da müsst ihr dann wirklich entweder Aufträge annehmen zu Stationen, wo ihr dann dort an ein Cargo-Deck fliegt, dort dann die Kisten abnehmt oder abnehmen lasst. Ne, wie das dann Ganze funktioniert, müssen wir mal sehen, ne, ob wir das selber machen müssen. Das kommt ja alles mit dem Cargo-Refactor-System rein. Und auch im Zuge dessen wird die Hall A hier schon nochmal interessant werden, wie das Ganze dann funktioniert. Das wird halt irgendwie so funktionieren, wie ihr jetzt zum Beispiel auch eine Handkiste habt. Ne? Ihr habt die ja in der Hand und wenn ihr dann auf Place drückt oder so, dann habt ihr ja so eine Art Snap-System in dem Automaten, wenn ihr da was in den Automaten stellt. Und so wird das wahrscheinlich mit den großen Kisten auch funktionieren. Ihr habt dann halt eine große Kiste, die nehmt ihr mit dem Tractor-Beam an. Dann werdet ihr dort hin
navigieren mit dem Traktorbeam, wo die Kiste hin soll, und dann wird die wahrscheinlich in dem letzten Moment so in das Cargo-Grid snappen, wird dann wahrscheinlich auch so eine Art grünes Feld anzeigen und dann lasst ihr los und dann sitzt die da. Ne? So wird das wahrscheinlich werden. Aber sehr geil. Bin sehr gespannt, wie das dann funktioniert, ob wir dann zum Beispiel auch bei den Raumstationen im Cargo-Deck oder im Außenbereich sogar im EVA dann rein und raus manövrieren müssen, ob es da vielleicht noch irgendwie ein kleines Fahrzeug gibt, was wir da benutzen können, ne, was da rumfliegt, so ein kleines Traktorbeam-Raumschiff. Ja, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich denke aber mal, das wird halt so sein, dass wir entscheiden können, ob wir das selber machen wollen, ne, weil wir halt Geld sparen wollen, oder ob wir da NPCs Auftrag geben, die das dann für uns machen und die das dann wirklich auch physisch machen. Die kommen dann an und B und entladen das. Ne, und wir müssen dann halt die Zeit warten, können dann halt unser Schiff vielleicht reparieren, können vielleicht in die Raumstation gehen, wie auch immer. Ne, müssen wir einfach mal abwarten, aber so ungefähr wird das kommen. Das wird ziemlich viel Simulation geben und wenig einfach Automatismus, dass man wirklich hier raufklickt und blups ist das da. So, das ist, wird auf jeden Fall sehr spannend. Muss natürlich irgendwie auch interessant bleiben. Ne? Also den Fehler, den Cloud Imperium Games nicht machen darf, ist wirklich langweiliges Gameplay schaffen, dass man wirklich irgendwie als Typi hinterm Monitor da sitzt und sich eine Viertelstunde den Finger ins Ohr steckt. Ne? Das darf halt nicht sein. Es muss halt irgendwie was zu tun geben und sinnvoll die Zeit genutzt werden. Dann erst dann wird's geil. Ne? Aber ich denke mal, das wissen die Leute auch, die das da entwickeln. Und das bis jetzt ist es ja auch so. Also langweilige Sachen gibt es nie. Selbst der Quantum Drive ist nicht langweilig. Ne? Ich kann euch was erzählen. Theoretisch könnte ich jetzt auch aufstehen, ins Schiff gehen. Ja, mach ich mal. So. Es gibt übrigens einen Bug gerade, wo das Quantum-Geräusch dann weg ist. Ne? Irgendwann ist dann auch die Animation weg. Schauen wir mal. Ne? Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. So, wir können ja mal gucken, ob wir jetzt hier an unseren Rucksack kommen. Nee, leider immer noch nicht. So, jetzt zum Beispiel das Quantumgeräusch weg, ne, was ich gerade gesagt habe. So. Aber es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, das ins Schiffsinventar zu packen, direkt. Ne, da kommt er natürlich immer dran. Aber das wird es, glaube ich, irgendwann halt nicht mehr geben. Ne, das wird dann wirklich irgendwann, ja, weg sein, vermute ich mal. Dann wird es nur noch diese Storages hier geben. So, ich gehe mal näher ran. Vielleicht geht das. Will er nicht. Wenn er nicht will, dann will er nicht. So, wie gesagt, Quantumgeräusch ist jetzt weg und ich glaube, die Animation, wenn ich gleich in die Außenansicht gehe, ist auch die Animation weg. Wette ich drauf. Ich wette da, ja, ich wette drauf. Also pass auf, ich gehe in die Außenansicht. So, gleich ist er weg. Gleich ist er weg. Zack. Ja, ne, so. Aber wir sind immer noch im Quantum schon. Keine Sorge. Seht ihr ja an der Zahl da vorne. Ja, das ist gerade so. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht liegt das auch daran, wenn man es in Schiffsinventar geht oder so, dass er da irgendwas nicht hinkriegt. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, ist nur optisch. Nicht schlimm. Und das Schöne an der Halle A ist auch, sie ist zwar jetzt nicht die schnellste im Quantum Drive, aber sie ist unheimlich sparsam. Ich weiß gar nicht, was sie drin hat. Können wir mal reingucken für einen Quantum Drive. Wenn wir hier unter Power, Items, mittlere Maustaste, da zoomt ihr so ein bisschen rein, wenn ihr die drückt. So, dann haben wir hier, das ist nicht, das ist auch nicht, der Goliath ist das. Ah ja, sehr, sehr gut. Ich glaube, der ist auch gar nicht so schlecht, meine ich mal irgendwo gehört zu haben. Ja, das sind die Schilde hier, die Bulwark. Ne, Laser Repeater haben wir vorne dran. Das sind die Cooler. Und das ist Power Plant hier. Iron Burst. Ja, ich meine, das ist der Musashi Industrial Starflight Concern. Das ist schon wirklich Qualität, die man hier kauft. Ne, gar keine Frage. Ne, und dadurch, dass das Schiff schon sehr weit ist, haben wir hier schon sehr, sehr, sehr viel, was wir so anwählen können an Knöpfen. Ja, ich weiß gar nicht, ob wir wirklich irgendwann jeden Knopf anwählen können. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist. Na, hier jeden Kippschalter, der bewegt sich auch richtig, wenn man den drückt. Ja, das ist schon ganz geil. Na, mal gucken, ob er dann irgendwann auch die Handanimation macht. Das gibt es ja bei der
bei der Gladius, ne, da macht er ja schon wirklich, da drückt er ja richtig, wenn ihr da das Schiff anmacht, sonst leider nicht. Aber wenn zum Beispiel hier so da drückt, dass er dann so mit der Hand hingeht und das so macht. Ne, das wäre natürlich auch ziemlich cool, aber ich glaube, sowas kommt wirklich erst ganz, ganz, ganz zum Schluss. Wenn es überhaupt kommt. Ne, das ist ja dann wirklich nur grafisches Beiwerk. So, da vorne kommt er, der Horstenplanet. Ja, und das hat es auch fast zentriert. Guckt euch das mal an hier. Ah, nicht ganz. Ah, so ein bisschen schief ist es, aber fast. So, wunderbar. Jetzt sind wir da. Jetzt haben wir auch wieder Ton. Und weiter geht es jetzt zu HDMS Perlman. Das machen wir am besten wieder über das Mobiglas. So finden wir das am ehesten. Das befindet sich hier direkt irgendwo auf Horsten. So, zack, zack, zack. Das Gute ist, dass man ja mittlerweile auch die dahinter sieht. Ne, das ist auch nicht schon immer so gewesen. Man muss es halt erstmal nur finden. Aber ich bin wahrscheinlich nur blind. Irgendwo. Perlman. Ach nee, das ist ja. Perlman ist ja gar nicht. Das ist ja bei Magda. Ich trottel. So, da ist es. Zack. Habt da bestimmt alle gerade schon gesagt. Sidko, das ist bei Magda. Das ist gar nicht da. So, Quantum Life bleibt an, ne, das haben sie ja auch mal gelöst. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob man das mittlerweile in den Game-Settings einstellen kann, ob das anbleiben soll oder ausgehen soll, ne, aber eigentlich finde ich es ganz cool, weil man möchte ja vielleicht noch mehrere Sprünge machen, dann muss man es nicht immer wieder anmachen. Macht ja auch keinen Sinn, wenn man es einmal angemacht hat, dass es dann wieder ausgeht, ne, sollte ja manuell passieren. Finde ich, wie gesagt, ganz gut. Ja, Quantum-Geräusch haben wir, wie gesagt, erstmal nicht. Vielleicht kommt es irgendwann wieder, vielleicht ist es aber erstmal weg. So, zack. So, dann müssen wir runter. Wahrscheinlich wieder dunkel. Ne? Es ist immer so, keine Ahnung. Irgendwie habe ich in letzter Zeit, es ist immer alles dunkel. Das Verse ist zu 90% dunkel bei mir. So, da liefern wir das jetzt ab. Und dort holen wir dann Fluorin. Und das bringen wir dann nach PO zurück. Und das ist doch ein schöner Trading Run. Ja, und das muss ich sagen, fühlt sich alles erstmal relativ gut an mit dem Setup hier. Der Kampf, das wird am interessantesten. Wie gesagt, ich war ja schon im Arena Commander, habe dort mal den Vendul Swarm angefangen. Und ich glaube, bei der zweiten Welle, die eigentlich pipi einfach ist, haben die mich schon zerlegt. Weil ich einfach nicht wusste, wie ich was drücken und straven und ah. Ne, das ist wirklich. Aber ja, das wird schon, das wird schon. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so schnell werde. Deswegen hier mit dem... Dadurch, dass ich kein Speedlimiter mehr habe, ne, muss ich natürlich sehr, sehr weit runtergehen mit dem Schubregler. Aber kein Problem. Man muss sich auch da dran gewöhnen. Aber ein bisschen kümmern. So, HDMS Perlman, das müsste auf jeden Fall ein geschützter Bereich sein. So, den können wir mal ausmachen hier. Und wir müssen auf jeden Fall mal vom Gas gehen. Da vorne erwartet uns schon ein Schiff. Hier habe ich das Gefühl, wir sinken ab. Ah ja, ich war mit dem Finger auf der Downstrafe-Taste, alles klar. So, den könnte ich jetzt theoretisch aufschalten. Ich weiß aber gar nicht, wo ich das habe. Warte mal, ich glaube hier. Nee, da. Eine Aurora MR. Okay, die wird uns nicht gefährlich. Damit wähle ich das wieder ab. Sehr, sehr gut. Obwohl, eine Aurora MR kann uns auch jetzt gefährlich werden. Also das auf jeden Fall. Ich meine, wir haben ja jetzt kein großes Kampfschiff. So, ich denke mal, wir werden mal auf dem Pad versuchen zu landen. Wieder den Speedlimiter einschalten hier, damit ich ein bisschen bessere Kontrolle habe. So, hier ist das Landefahrwerk wieder eingefahren, ne? Warum? Ja, Freunde, ich sag's euch, ist also so einfach hier. So, normalerweise wäre ich schon lang gelandet, aber so sieht das erstmal ganz gut aus. So, zack, schön sanft, 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 ja.
So. Ja, knapp, knapp. Sehr, sehr knapp. Ist auch klein, das Landepad. Das muss man sagen. So. Jetzt steigen wir aus und verkaufen das erstmal hier. Oh, irgendwie stehe ich schief, oder? Oder sah das gerade nur so aus? Ah, sah vielleicht nur so aus. So, Waffe brauchen wir hier nicht. Können wir nochmal den Rucksack versuchen mitzunehmen. Aber ich denke mal, der Aurora-Mensch, der hat hier schon gelootet. Oh ja, jetzt geht's, Freunde. Seht ihr? So, zack. Wunderbar. Ja, keine Ahnung, woran es liegt. Ich kann es euch nicht sagen. Aber irgendwo an nichts. Aber ich muss trotzdem sagen, das ist ein wirklich tolles Schiff. Also es macht unheimlich Spaß, damit zu fliegen, weil es halt einfach schon, ja, so viel hat. Ne? Da ist schon so viel möglich irgendwie in diesem Schiff. Das fühlt sich alles schon so fertig an. Das ist total geil. Oha. Oh, weia. Eieiei. Ja, hieß, glaube ich, ein bisschen windig. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Ne? Seht ihr selber, der Wind kommt von da, ne, und drückt das Schiff so ein bisschen rum. Das ist noch nicht so richtig optimal. Deswegen mal schnell rein hier und verkaufen. Bevor uns das noch wegweht hier. Jo, ja, und ihr seht, kein Loot da. Doch, ein bisschen ist da. Schauen wir gleich mal rein. Aber erstmal unser Geschäft erledigen hier. Zack. 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 Und weg damit. Wunderbar. So. So, von hier nehmen wir jetzt, wie gesagt, auch wieder was mit. So muss man sowas planen, nämlich. Ne, Florin nehmen wir mit. Was haben wir da oben? Hinten wir da oben noch. Irgendwo sehen. Was ist das hier? Aluminium. Aluminium? Ist das Aluminium? Ja, Aluminium. Ne, wir wollen aber auf jeden Fall Fluorid. Nicht von unserem Plan hier abweichen. So, zack. Und aufgeladen. Ja, wunderbar. So. Dann gucken wir noch ganz kurz in die Kisten rein. Ja, ja. Brauchen wir nicht. Und hier ist, glaube ich, auch nichts Wertvolles drin. Aber mal schauen. So, hier oben steht manchmal übrigens auch eine Kiste drauf. Die übersehe ich immer. Aber diesmal nicht. So, dann gehen wir noch kurz in die anderen Räume rein. Gucken wir auch nochmal rein. Jetzt hat sie sich auch wieder so ein bisschen beruhigt hier. Das sind jetzt solche Fässer, ne, so eine Flüssigkeitsbehälter. Die Aurora übrigens. Ah ja, gut. Was haben wir hier? Oh, ein Multitool. Das nehmen wir doch auf jeden Fall mit. Das ist doch nice. Und so ein Healing-Tool können wir uns eigentlich auch mal mitnehmen hier. So, der Rest. Na, können wir hier lassen. Ich soll schließlich noch Platz für den Picoball haben hier. So, haben wir hier noch eine Kiste? Ah, das sind eigentlich die langweiligsten Kisten, diese weißen. Also meistens immer nur so Fresssachen drin und so Zeug. Na klar, Multitool ist immer gut. Aber da habe ich mittlerweile, glaube ich, eine ganze Kiste voll. Da ist auch noch eine. Ja, am interessantesten sind so wirklich die roten Kisten. Oder halt diese grünen Kisten, wo halt Waffen drin sind. Ja, da ist auch mal ziemlich viel. Ja, theoretisch kann man hier auch alles mitnehmen und verkaufen. Aber das lohnt sich jetzt noch nicht. Das lohnt sich wirklich erst, wenn da wirklich, ja, wenn das Spiel da ist und man weiß, es, das Geld behält man. Ja, dann nimmt man wirklich, glaube ich, alles mit. Ich brauch's nicht. So.
Aber das war's dann auch wieder. Mehr ist hier jetzt nicht zu holen. Ich weiß gar nicht, ob der Typ noch da ist. Eigentlich müsste das, weil vorhin war es noch blau, das Schiff. Das heißt ja eigentlich immer, dass der im Schiff ist. Sonst ist das, glaube ich, weiß. Mal gucken. Oh! Eieiei. Der schläft. Deswegen, ja, keine Ahnung. Hat sich wahrscheinlich schlafen gelegt in der Koje drin. Deswegen liegt er jetzt so. Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er auch vom Landepad geweht, kann ich mir vorstellen. Dann hat die Schnauze voll gehabt. Verständlich. So, wir gehen nochmal hier gucken. Dann gehen wir da hinten nochmal gucken. Und dann fliegen wir weiter. Zurück nach PO. Und dann haben wir doch einen ersten guten Test mit dem neuen HOTAS-System gemacht. Ah, ich freue mich tierisch. Also wirklich, ich kannte das ja schon. Ich hatte das mal beim Rötti ausprobiert. War damals schon begeistert. Aber das ist ja, ein Tausi, den musst du erstmal haben. Deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, meinen Sparstrumpf zu füllen. Und dann irgendwann habe ich es mir dann gegönnt. Das ist halt immer so eine Sache. Man, ja, wenn man das Geld dann erstmal hat, ne, dann denkt man so, ah, könnte jetzt auch dies. Und man weiß ja auch nicht, was das jetzt, was es jetzt mit der Zukunft auf sich hat hier. Mit Gaspreisen und so. Ne, ihr wisst, das ja das Problem. Ne, aber wisst ihr was? Wenn ihr für was spart, dann nehmt das Geld auch dafür. Ne, das ist, man muss sich auch einfach mal was Schönes gönnen im Leben. Das ist einfach wirklich auch wichtig. Oh, hier der Blaue, der sieht ganz cool aus. Passt der rein? Oh ja, der passt richtig in Ruhe. Ja, ich glaube, das haben sie geändert. Der ist zwar von den Ausmaßen her viel groß für einen Rucksack, aber so ein Anderssuit kannst du natürlich falten. Ne? Und deswegen passt er da rein. Ne? Ist ganz cool. Finde ich so einen Helm, ja, den brauchen wir jetzt nicht. Den kannst du auch kaufen. Kein Problem. Ja, ich glaube, den blauen Anderssuit kannst du auch kaufen, aber das ist ganz schöne Farbe. So, hier ist nix. Da haben wir noch eine Kiste. Jetzt war auch nichts Interessanteres drin. Hier ist noch eine irgendwas ein Lieferauftrag, der noch abgeholt werden muss. Schauen wir mal rein. Da haben wir auch noch eine Kiste. Oh, schön Äpfelchen. Ja, Äpfelchen nehmen wir mit. Das ist einfach zu gesund. Das können wir hier lassen. Das ist wahrscheinlich nichts mit dem Apfel zu tun. Wahrscheinlich ist das so ein Genzeug. So, hier schon drin? Weiß ich gar nicht, war hier schon drin? Ich glaube ja. Die haben wir auch schon, ne? Oder? Ja, doch, hatten wir schon. Ja. Aber da waren wir, glaube ich, nicht drin. Oder doch? Ich weiß es nicht! Ne, hier waren wir noch nicht drin. Hier, da muss bestimmt richtig was Wertvolles drin sein. Sie ist super platziert. Hier, oh, guckt euch das an. Richtig cool. Hier so ein Neumann Jacket Olive. Sau gut. Naja, geht so. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns wieder auf den Weg zurück nach PO. Und schauen dann mal, was wir dann letztendlich verdient haben. Ich vergesse immer, wenn ich Sachen verkaufe, was ich dafür bekomme. Das steht nämlich unten im Mobiglas. Aber irgendwie denke ich da nicht dran. Keine Ahnung. Ich trade einfach zu wenig. Da gucken wir nochmal kurz rein. Magda, finde ich, ist auch einer der schöneren Monde. Optisch mag ich den total gerne. Aber nichts kommt natürlich an Daymar ran. Ist ja logisch.
Schöner Wüstenmond ist immer das Beste. So, wusste ich doch, dass wir hier noch eine schöne Kiste haben. So, jetzt komm, hier. Oh, guckt euch das an. Richtig geil. Nein, eigentlich nicht. Ich weiß immer gar nicht, ob das jetzt Special-Sachen gibt. Kann natürlich sein, dass das jetzt so ganz besondere Beine sind, die man sonst nicht kriegt. Oder diesen Helm oder so, das weiß ich alles nicht. Aber wenn das jetzt nicht irgendwie was ist, was sichtlich anders ist, bin ich da ja, noch raus. Ja, es gibt ja so einen Salvaging-Rucksack zum Beispiel. Den hatte neulich, glaube ich, der Askur gefunden, wenn ich mich nicht irre. Der ist halt relativ selten. Dann, wie gesagt, der Pico-Ball. Hinten kommt die Sonne hoch. Herrlich. Ah, da steht es immer noch so ein bisschen windschief, das Ding, ne? Richtig gerade ist anders. Na. So. So, diesmal werden wir den Rucksack lieber ins Inventar packen hier. Oh, übrigens gar keine Ampulle drin hier. So, einfach hier Vehikel. Nicht vergessen, nicht Local, ne, sonst packt er das nämlich hier rein. Und dann wollen wir hier erstmal nochmal... Obwohl, nee, komm, wir fliegen erstmal los, würde ich sagen. Fliegen erstmal los. Und dann werden wir auch noch was essen während der Zeit. 70%. Da haben wir so ein kleines Hungerchen bekommen. Jo, wunderbar. Dann machen wir das Ganze mal wieder an. Und los geht's. Sehr schönes Schiff. So. Dann planen wir die Route. Direkt hier, zack. Und wir machen erstmal Crusader. Den Rest machen wir dann. Ah, den will er nicht. Den will er nicht, den will er nicht, den will er nicht. Das heißt, wir müssen erstmal fliegen erstmal hoch. So, dafür machen wir den Quantum Drive an. Suchen uns hier erstmal einen kleinen UM-Punkt. Vielleicht der da? Nein. Wahrscheinlich einer von denen da oben sein. Der vielleicht? Nein, das ist ein Planet. Nehmen wir den hier. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Zack und zack. Jetzt müssen wir irgendwie über OM1 erstmal fliegen und dann geht's weiter. Ja, deswegen hat er uns den gerade auch nicht angezeigt, weil wir wahrscheinlich zu, aber keine Ahnung. Eigentlich hätte er das machen müssen. Quantum Travel engaged. Quantum Travel complete. Ja, ich freue mich auf jeden Fall mega, ne, auf den ersten Cargo Run in ein anderes Sonnensystem, ne, durch ein Sprungtor. Das wird der Hammer. Es gibt ja dann auch später, ich weiß gar nicht, ob es dann schon gleich mit den Sprungtoren kommt, aber es, also mit dem ersten Sprungtor, aber es wird ja verschiedene Sprungmöglichkeiten geben. Es gibt ja künstlich erzeugte Sprungtore, meine ich, und dann gibt es auch instabile Sprungtore, die zum Beispiel etwas kleiner sind oder schwieriger durchzumanövrieren oder ach, also Zeug. Also das ist wirklich geil. Ne? Bin ich auch mal gespannt, wie da das Gameplay ist. Und ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man da durchfliegt, immer so ein bisschen korrigieren muss, dass man nicht an die äußere Kante kommt. Was ich super interessant finde, ist, was passiert, wenn man jetzt beispielsweise in ein Jumpgate fliegt, auf den Weg in ein anderes Sonnensystem und dann irgendwas passiert. Beispielsweise man hält den Tunnel nicht und fliegt raus.
Was ist dann? Explodiert man dann? Oder ist man dann irgendwo im Nirgendwo? Und wenn man das dann isst, kommt man da wieder weg? Also wie kommt man da wieder weg? Also keine Ahnung. Ne? Also das würde ich immer interessant finden, wie sie das lösen wollen. Ne? Weil irgendeine, ja, vielleicht wisst ihr das ja. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Ne? Aber ich habe da echt keine Idee. Ne? Weil wenn man irgendwo rausfällt aus dem Sprung, dann ist man ja irgendwo und kommt nicht wieder rein, weil da ist ja kein Sprungtor mehr. Ne? Also sehr, sehr spannend auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal aufstehen. Und uns mal so ein bisschen was reinverleihen hier. So, dafür müssen wir natürlich erstmal unseren Helm absetzen. So, was ist erstmal ein bisschen einen leckeren Burrito essen hier. Mmm, yum, 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 yum. Komm. Guten Appetit. Der knackiger Burrito. Lecker, lecker. So, sind wir auch schon satt. Sehr, sehr cool. Oh, hört ganz wieder zu. Wäre übrigens echt ganz cool, wenn es später das so ist, dass solche Lebensmittel eine Haltbarkeit haben. Oder dass halt gewisse Lebensmittel, die halt gesund sind, wie so ein Apfel, ne, dass der halt irgendwie ja, kühl gelagert werden muss, damit der länger hält. Ne, dass zum Beispiel, dass man sagt, so, wenn man den jetzt hier hinlegen würde, dann wäre der nach, keine Ahnung, einem Tag wäre der dann braun. Beispielsweise. Ne? Und wenn man den aber hier reinlegen würde, dann würde der 5 Tage da frisch sein. Ne? Das würde ich ziemlich geil finden, wenn es da noch so eine Haltbarkeit geben würde. Aber keine Ahnung, ne? Ob das so ist. Kann ich euch nicht sagen. So, Quantumgeräusch glaube ich immer noch weg, ne? Millionen Kilometer sind es noch. Mal gucken, ob die Animation bleibt. Nein, tut sie nicht. Also, ohne die Animation ist es halt so cool, ne, das Ganze sich anzugucken. Ah ja, trotzdem geil aus. Ah ja, das Schiff geil aussieht. Ah, so Fässer sind das jetzt da, ne? Das ist ganz cool. Naja. Ja, und ihr seht, ne, das Quantum Fuel ist wirklich, ich glaube, da können wir theoretisch jeden Punkt anfliegen im Crusader-System, beziehungsweise im Stanton-System. Ich glaube, dann wären wir immer noch nicht leer. Also das ist wirklich so ergiebig, der Goliath. Nun klar, er ist jetzt nicht der schnellste, aber ist jetzt auch nicht der langsamste. Ne? Also ist eigentlich für, ich glaube, Size 1 fast mit der beste, meine ich. Aber so richtig weiß ich es nicht. Aber ich meine ja. Ja, und dann werden wir dann demnächst, werde ich mal ein bisschen meinen fliegen, ne? Da auch mal das Setup dann testen, ob ich die ganzen Knöpfe finde und ob das alles so vernünftig hinhaut, ob sich das gut anfühlt. Und dann werden wir natürlich irgendwann noch mal wieder kämpfen. Ne? Da muss ich aber wirklich noch ein bisschen üben. Das ist, boah, das geht doch gar nicht. Ne? Also das ist wirklich ganz schlimm. Ob ich jetzt angegriffen werden würde, selbst wenn ich ein gutes Schiff hätte, mit dem ich normalerweise gut kämpfen kann. Puh, naja, aber muss ich mir jetzt dran gewöhnen. Einmal muss ich da noch durch. Danach hatte ich ja vorhin schon gesagt, kommt nichts mehr groß. Das ist, der Wirbel ist wirklich das High-End-Ding. Das, fange ich aber dann, glaube ich, erst an mit dem Kämpfen, wenn ich auch meine Monster-Tech-Tischhalterung habe, ne, dass ich das wirklich dann auf einer richtigen Höhe habe, denn wenn ich da so hochgreifen muss, das ist wirklich, das fühlt sich nicht gut an. Und das geht auch nicht lange. Ne. Irgendwann kriegst du da wirklich Krampf in den Arm. Ja, und dann hatte ich mit meinem X56, das war ja auch ein HOTAS-System, also ein Stick und ein Throttle, hatte ich wirklich jeden Knopf belegt. Also da war kein Knopf mehr, der nicht mehr belegt war. Und jetzt hier bei dem System hier habe ich, glaube ich, doch, boah, keine Ahnung, bestimmt noch 30% über an Knöpfen. Ja, das ist wirklich, ja, wirklich viele. Und das Schöne ist auch, ihr könnt halt verschiedene Modis noch speichern. Der hat halt 5 verschiedene Grundsetups. Ich weiß gar nicht, ob das innerhalb eines Spiels geht. Aber ihr könnt zum Beispiel eine komplette Einstellung auf beide Devices machen, auf den Stick und auf den Throttle.
komplett belegen mit Star Citizen und dann könnt ihr auf 2 schalten und dann ist das alles wieder, dann könnt ihr das komplett neu belegen. Ich weiß aber nicht, wie gesagt, ob das bei einem Spiel geht, also ob ich zum Beispiel sagen kann, ich belege mir alle Knöpfe, auch wenn das fast unmöglich ist, fürs Kämpfen und wenn ich dann auf 2 schalte, dann habe ich alles belegt fürs Minern. Ne, das weiß ich nicht genau, aber theoretisch müsste es gehen. Ne, theoretisch müsste es gehen. Na klar, ich meine, ihr habt in den Einstellungen unheimlich viele Einstellungen, die ihr machen könnt. Bis, ja, ihr könnt alles einstellen, aber letztendlich müsst ihr natürlich auch immer entscheiden, was braucht ihr wirklich. Denn umso mehr ihr einstellt, umso mehr seid ihr letztendlich am Suchen und am Fummeln und am Machen. Und ich habe es mir irgendwann auch angewöhnt, wenn ich ruhige Sachen mache, wie zum Beispiel eine Landeanfrage erbitten oder sowas, dann kann ich solche Dinge auch auf die Tastatur legen. Ne? Nur wenn es halt stressig ist, gerade im Kampf, dann muss alles wirklich schnell erreichbar sein. Ich muss wissen, wo ich drücke, ohne wirklich die Hand vom Throttle und vom Stick zu nehmen. Na, das muss halt wirklich sofort passieren und da sind die Knöpfe dann halt schon wichtig, dass die gut belegt sind. So, da sind wir auch schon. Der Schinken, der Speck nähert sich. Ja, so, die Lampe angegangen. Na, ihr seht auch, schön zentriert, ne? Ah, das ist schön. Ja, wirklich, das ist, fällt sofort auf. Mir fällt das auf. Ist nicht ganz hundertprozentig, aber schon ganz gut. So 98,7% gut. So, da müssen wir hin. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal einen OM-Punkt finden. Meistens liegt der hinter uns. Wir rasen immer schon so ein bisschen zu weit. Dann drehen wir uns einmal um. Wenn der Cooldown da ist, dann sehen wir das meistens auch. Schauen wir mal, ob er auf der Achse liegt hier. Nee, da liegt er nicht. Da liegt er vielleicht ein bisschen doch hier am Rand. Ja, da ist er. Ja, und von da aus können wir dann halt die anderen OM-Punkte anspringen. Sonst sind die halt hinter dem Planeten und das ist immer so ein bisschen doof. Würde mich wünschen. Oh, nee, falsch. das ist er. ja, seht ihr, ne? so, in den Quantum Drive geschossen. So, und jetzt können wir es auch alle anwählen hier. So, jetzt mal ganz kurz schauen, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Sehr gut. Dann können wir auch gleich den hier nehmen. Das passt. Und dann mal gucken, ob wir noch safe landen können. Quantum Travel engaged. Ja, und ich denke mal, beim nächsten Einloggen ist auch das Quantumgeräusch wieder da. Vermute ich mal. So, jetzt müssen wir noch PO finden hier. Wo ist es? Irgendwo am Rande. PO, komm. Komm, wo ist es? Wo ist es? Ja, natürlich klar, wieder in die falsche Richtung gedreht. Logisch. Ja, und PO ist immer noch für mich wirklich immer noch Heimat. Das ist wirklich so. Ich komme so gern nach PO. Damals, wie gesagt, angefangen, so die ersten, ich würde schon sagen, die erste Luft im Verse geschnuppert. Na. Oha, hier ist aber was los. Und ich hoffe, wie gesagt, dass Cloud Imperium Games diese Station nie wirklich wegmacht. So, jetzt muss ich eine Landerlaubnis erbitten. Oh Gott, wo war das denn jetzt nochmal? Ich glaube hier auf der Taste. Please proceed to assigned landing bay. So, wir sind im Standard Maneuvering Speed. Da bleibe ich auch erstmal. Wenn ich das jetzt eingestellt habe, muss ich mit dem Throttle wirklich komplett nach vorne gehen. Aber so habe ich dann letztendlich eine viel feinere Kontrolle dann im Straven. So, muss eigentlich mal aufpassen, dass man hier nirgendwo gegenfliegt. Ich glaube, das ist eine Reclaimer, die da vorne. Da vorne hängt, an dem Rad da oben. Ja, eine super Parkplatz hat er sich gesucht. Aber ich glaube, es ist auch schon wieder verlassen. So, noch ein bisschen hochstraven hier. Fahrwerk ausfahren. Oh, da ist eine Tali da rechts.
Oh, lieber die hat bestimmt nichts Gutes im Schilde. Da fahren wir mal lieber hier schnell unsere Ware sichern. So, gucken. Das sieht doch erstmal ganz gut aus hier. Ja. Oh, ist doch okay. Wunderbar. So, machen wir die Mühle aus. Und verkaufen noch unser Flurry. So, und diesmal denke ich dran. Euch zu zeigen, wo man sieht, was man bekommt. Natürlich ist das leider nicht der Gewinn. Ja, das wäre auch noch ganz cool, wenn man einfach den Reingewinn sehen würde. Dann müsst ihr halt merken, was ihr ausgegeben habt. Aber immerhin. So, oh, ich habe keinen Helm auf. Freunde, ich habe keinen Helm auf. Ich muss schnell wieder rein. Komm. Rein! Nein, er schafft's nicht! Hat er's geschafft? Oh, er hat's, glaube ich, geschafft. Oh, war das knapp. Naja, nicht so wirklich. Ich kann zwar rumlaufen, aber ich komme nirgendwo mehr ran. Kann ich Mobilas aufmachen? Ja, das kann ich machen. So, aber ich kann leider... Ich komme nicht ins Inventar. Oh, das ist ja doof. Aber warte! Oh, nee, Medpin kann ich mir auch nicht reindrücken. Verdammt! Was kann ich machen? Kuckuck! Mist! Habe ich wieder vergessen, den Helm aufzusetzen, ne? Ah, das ist wirklich... Verflixt ist das! So, warte mal, vielleicht fängt er sich noch. Ich meine, er lebt ja noch hier. So, warte mal, ich guck mal. Den Medpin habe ich auf jeden Fall ausgerüstet. Vielleicht kann ich den ja... Vielleicht kann ich den ja so nehmen hier. Ach nee, ich habe kein F. Ah, Mist! Ich habe kein F. So, wartet mal. Ich könnte aber... So, dann kann ich das machen. Ja, das kann ich machen, aber da ist nichts drin, ne? Oh. Mann! So, wenn ich lange C drücke, macht er aber auch nichts. Ja, alles das, wo ich was machen könnte, das macht er nicht. So, warte mal, ich gehe mal in Sitz. Mal gucken, ob er sich dann fängt. Macht er ja auch nicht. Ich habe ja kein F. Was ist denn, wenn ich jetzt aussteige? Stirbt der dann? Oder bleibt der dann auch in dem Zustand? Wollen wir das mal probieren? Ach, kann ich ja auch nicht. Ich habe ja kein F. Oh. Ich kann nichts machen, ne? Ich kann mich nur noch ausloggen, Leute. Und mich wieder einloggen. Das ist die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch einfällt. So, und das mache ich jetzt. Also sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, es klappt. Also, Freunde, bis gleich. Tja, jetzt bin ich tote Leiche auf PO. Was machen wir denn da jetzt? So, hier, da liegt er. Eine lebende Leiche. So, dann vielleicht kann ich ja jetzt einen Medpen ziehen. Nee, kann er, macht er nicht, ne? Mann, ey, voll ärgerlich. Ja, das ist total doof für dich. Man müsste also erstmal müsste man daran denken, dass man sich einen Helm aufsetzt, ne? Logischerweise. So, das ist das Erste. Menschliches Versagen. Aber was noch geiler wäre, ist, wenn man die Ausstiegsanimation abbrechen könnte. Ne? Dass er dann wieder zurückgeht. Ne? Weil wenn du da einmal drinnen bist, dann geht er halt raus. Ne? Und dann dauert es ewig, bis er wieder einsteigt. Und ne? Dass man wirklich sagt, so Abbruch und dann geht er wieder zurück. Ne? So, das wäre halt total super. Ja, gut, Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Ich glaube, hier komme ich nicht mehr lebend raus aus der Nummer. Mein Schiff wird aber safe hier sein, da gehe ich von aus. Könnt ihr mal gucken, ob wir das sehen. Nee, leider sehen wir es nicht, weil der Anzug da im Wege ist. Ne? Doof. Aber wie gesagt, ich gehe ganz stark davon aus, dass wir unser Schiff hier sicher haben und die Ware ist auch sicher. Ne? Ist halt nur jetzt ärgerlich, dass wir dann, wenn ich jetzt hier die Backspace-Taste drücke, dass ich dann, ich glaube, auf Everest Harbor bin. Ne? Gut, Leute, so viel dazu. Das Setup funktioniert einigermaßen, zumindest mit einem ruhig rumgurken. Und alles Weitere wird sich dann in Zukunft zeigen. Freunde, macht's gut. Tschüss.